Jahren hattest du dein erstes Mal? Mhm. Mhm. Habe ich dir das vielleicht schon mal erzählt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist heute wieder ein anderer Hintergrund, weil ich bin bei der Inka zu Hause. Das bin ich. Vom Kanal Einfach Inka. Wir haben gerade eben schon ein Video auf ihrem Kanal gedreht, deswegen am Ende des Videos verlinke ich nochmal ihren Kanal, dann könnt ihr ihr Video mit mir auch noch angucken. Wir saßen hier ungefähr so eine halbe Stunde und haben überlegt, was wir überhaupt drehen könnten, weil wir so super kreativ sind. Jetzt hat man noch richtig Bock, ein Video von diesen langweiligen alten Tanten zu gucken. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade eben auf Twitter gefragt, dass ihr mir Fragen stellen sollt, die wir jetzt gegenseitig schätzen bzw. beantworten müssen. Mhm. Und ich würde sagen, wir reden nicht weiter rum und fangen direkt an. Twitter ist sehr cool. Twitter seid ihr echt alle immer sehr aktiv. Punkt. Die erste Frage ist von Lea25426. Wann warst du das letzte Mal betrunken? Jetzt muss ich das jetzt bei dir abschätzen. Toll. Ich mal gerade voll das Kunstwerk. Ich schreibe nur hässlich. 1, 2, 3. 5 Tagen? Was war vor 5 Tagen? Ich weiß es nicht. Was war vor 5 Tagen? Samstag, Freitag. Ja, weil das so in der Mitte, du hättest ja auch irgendwann am Dienstag betrunken sein können, weißt du? Und dann wollte ich so 5 Tage machen, weil wenn es 7 Tage gewesen wären, wäre ich näher dran gewesen, als wenn ich nur Samstag gesagt hätte, weißt du? Egal, auf jeden Fall. Wann warst du das letzte Mal betrunken? Ich weiß es nicht, ich gucke gerade in meinen Terminkalender. Ach so. Okay, es ist schon mal nicht diesen Monat gewesen. Ach echt? Also es ist über einen Monat her. Bei mir ist es nämlich auch über einen Monat her. Wir waren noch nicht betrunken. Nein, wir haben nur Milch getrunken. Wir haben etwas getrunken. Ich bin nie betrunken. Lorraine fragt, wie viele Pullis, also Pulli-Anzahl? 3. Hast du 5? Mhm. Ich habe 7. Also zu Hause habe ich Pullis, glaube ich, wenn ich jetzt nachzählen müsste, mehr als 5. Also ich habe auf jeden Fall 11 oder so, 12. Mhm. Du? 1? Halt ganz viele graue Pullis, die alle gleich aussehen. Ich weiß aber nicht, wie viele das sind. Weißt du warum? Ich habe die nämlich alle meinem Papa geklaut. Ach so. Und die sehen alle gleich aus. Aber das, ich glaube, so 7 könnte hinhören. Ich glaube, ja, dann habe ich gewonnen. Punkt für mich! Was passiert, wenn du gewinnst? Ich weiß es nicht. Nichts, aber es ist für mein Ego ganz toll, weißt du? Weil ich brauche sowas. Gut. Gut. Bestes Fach damals in der Schule. Das ist, glaube ich, bei dir nicht so schwer, aber... Toll. Aber bei mir kannst du echt mal raten. Okay, 1, 2, 3... Steht da Kunst? Also ich habe bei dir Englisch. Ja. Ja. Wow, ich habe vor allem im Zug einfach noch ihren Podcast angehört. So, das ist jetzt kein Wunder, dass... Also wenn wir von der Realschule ausgehen, tatsächlich nicht Kunst. In der FOS dann schon Kunst. Aber wenn wir jetzt so von Deutsch, Mathe, Englisch ausgehen, was Mathe? Wart ihr ein Streberkind? Nee. Ja. Okay, lass mir diese Frage. Inka, das ist kein Interview. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Welche Superkraft hättest du gerne? Ich muss gerade überlegen, was ich überhaupt will. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß. Okay, okay. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ey, die sitzt schon die ganze Zeit hier rum. Ich weiß nicht. Mir fällt nichts ein. Sollen wir da essen gehen oder da? Ich weiß nicht. Okay, 1, 2, 3. Oh! Oh. Ich glaube, ich würde gerne fliegen können. Ohne Witz, ich dachte mir im ersten Moment so, ja, unsichtbar ist ist ganz cool. Und dann habe ich mir gedacht, im Nachhinein, aber ja, weiß ich nicht, unsichtbar, man hat ja nicht wirklich was davon. Ich würde lieber fliegen können. Aber bei dir habe ich mir gedacht, so keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, bei YouTubern geht man immer davon aus, dass sie gerne unsichtbar wären, weil sie einfach social awkward sind. Wer hat denn gesagt, dass ich socially awkward bin? Bist du social awkward? Socially, sorry. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Also ich tendiere dazu, fremden Leuten meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen, ja, wenn sie nicht mit mir reden wollen. Oder wenn sie zu wenig reden. Dann also sind wir social awkward. Socially! So. Wie viele Sexspielzeuge hat der jeweils andere? Lol. Meine Mama, meine arme Mama. Welche Namen würdet ihr euch gegenseitig geben, wenn ihr euch zum ersten Mal seht? Also quasi so, wie siehst du für mich aus? Mhm. Nach welchem Namen? Boah, ich muss es überlegen. Hm. Es ist irgendwie awkward, dich die ganze Zeit anzugucken. Ich schreibe 3 Namen auf. Larissa, Toni. Toni finde ich cool. Toni finde ich echt cool. Also es ist halt so die Abkürzung von Antonia. Mhm. Okay, wie heiße ich?
Frieda, Sophie und Sandra. Frieda? Sandra finde ich noch am ehesten cool. Bist du jetzt beleidigt? Frieda, nee. Ich würde mein Kind auch Frieda nennen. Nein, die ganzen Neugeborenen kriegen so richtig krasse altmodische Namen. Ja, ich finde den sehr... Fridolin. Recht, ja, ich finde den recht altmodisch. Deswegen. Aber ich finde Frieda echt cool. Und Sophie ist... Sophie, bah! Bah! Das heißt nicht Sophie, das heißt Sophie. Ach, Sophie. Komm, also ich verbinde Sophie mit so ein bisschen... Hör auf, Sophie zu sagen. Sophie. Das ist voll blöd, über Namen zu reden, ohne jetzt halt jemanden persönlich anzugreifen. Ja, jetzt, Leute... Ja, Sophie hört sich für mich so nach Kloster an. Weißt du? Bist du jetzt beleidigt? Nein. Okay. Tschüss. Mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal? Habe ich dir das vielleicht schon mal erzählt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich will dich jetzt nicht wie so eine... Ja, egal, auf jeden Fall. Okay, 1, 2, 3. Ich war 18. Ich war auch 18! Ist ja langweilig. Weil das ist mir jetzt zu früh. 16 fände ich ja gut. Ja. Dann kamen die 16. Die 16 gingen. Und ja, es war für mich irgendwie echt immer auch zu früh. Ich dachte mir so, nö, warum sollte ich denn jetzt um... Ich hatte aber auch nie jemanden, mit dem ich Sex haben hätte können. Also demnach ist das Leben von mir schon ein bisschen traurig gewesen. Aber es ist okay. Was macht man in so einer Situation? Ignoriere ich dich jetzt gerade am besten, ja, um es weniger peinlich... Okay. Okay, machen wir noch den Klassiker. 1 Million Euro oder 1 Million Abonnenten. Hast du 1 Million Abos? Mhm. Ich hab das Geld. Also ich würde tatsächlich das Geld nehmen, glaube ich. Davon würdest du dann einfach die Follower kaufen? Nein, weil du kannst 1 Million Abonnenten haben, aber trotzdem, dass niemand deine Videos guckt, weißt du? Ja, ich weiß es nicht. Das ist voll die schwere Frage so. Aber also erst habe ich gedacht, ich hätte gerne 1 Million Abonnenten. Aber dann habe ich so gedacht, gerade jetzt im Moment, ich glaube, das ist mir zu viel. Ich meine, ich habe jetzt halt genauso viel Spaß dran an YouTube, als wenn ich jetzt halt auch 1 Million Abonnenten hätte, weißt du? Ich finde es auch schwierig, wenn man einfach so viel Geld hat. Ich glaube, ich würde, das klingt total dumm, aber ich glaube, ich würde auch ein bisschen depressiv werden, weil wenn du nicht so einen richtigen Lebenssinn hast. Es ist irgendwie beides kacke. Also, ich will nicht so 1 Million Abonnenten geschenkt haben, ich will mir das irgendwie so von mir selbst aufbauen, weißt du? Mhm. Wir gehen jetzt essen, Leute. Ja, ich habe Hunger, ich bin nicht mehr witzig. Du hast alles Witzige bei mir schon rausgehauen. Was für eine gute Überleitung! Falls ihr jetzt doch noch mal ein bisschen Witz braucht oder so, keine Ahnung, könnt ihr auf jeden Fall noch bei Inka vorbeizugehen. Wie heißt die Alte? Bei Toni vorbeigucken. Mit Toni haben wir nämlich auch noch ein Video zusammen gedreht. Könnt ihr jetzt hier drauf klicken. Hier könnt ihr Inka abonnieren, hier könnt ihr mich abonnieren. Oder keine Ahnung, ihr könnt so vieles machen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss. Okay, tschüss.